Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und? Wie ist es gelaufen? Der Bauträgervertrag ist unterzeichnet. Ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft, Baby. Wer ist Toni? Sorry, ich bin noch hier. Please. I want Toni. 50% Beteiligung. Ich hätte nie gedacht, dass er das unterschreibt. Tenenberg ist draußen. Ich hoffe, er bereut das nicht. Warte kurz. Ich versuch's später nochmal. I'll try it again later. No later. Please. Call Toni. Okay, I'll try it again. Ach, stellst du's bitte lautlos? Ja. Das scheint was Wichtiges aus dem Krankenhaus zu sein. Hallo? Tut mir leid, Toni, aber... Also ich hätte dich nicht angerufen, aber sie lässt sich einfach nicht beruhigen. Was ist denn los? Hat sie Schmerzen? Ich glaube, sie hat einfach Angst und will dich unbedingt sehen. Okay. Ich weiß. Suri braucht dich. Ich find's doch toll, dass du dich um sie kümmerst. Allerdings würde ich dich nicht gerne gehen lassen. Ich muss. Aber ich beeil mich, okay? Liebe Marienhöfler, liebe Nachbarn und Freunde, sind alle einen langen Weg gegangen. Ich rede vom architektonischen Herzen des Marienhofs. Und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass es bald wieder pulsieren und schlagen wird. Ein super Service hier. Ich werde mich bei der Geschäftsleitung bedanken. Ja, die sollten sich lieber bei dir bedanken. Na, Suri, bist du glücklich, dass Toni heute Nacht bei dir geschlafen hat? Du weißt ja, was jetzt kommt. You know what I told you yesterday? Professor Schelling wartet im OP. Du musst jetzt ganz tapfer sein, mein Schatz, ja? Suri, du brauchst wirklich keine Angst haben. Toni hat dir versprochen, dass du wieder gesund wirst. Und wenn Toni etwas verspricht, dann hält sie es auch. Okay, Suri, how do elephants communicate? Huh? They talk on the elephone. Okay, I got another one. What is big, gray and can fly? Ein Helikopter. Don't be afraid. I stay with you till you wake up, okay? Hey, Schatz. Hey. Na, wie war die Nacht ohne mich? Mm.
Ist die ganze Nacht hier auf dem Stuhl gesessen? Ja, nicht so schlimm. Das ist lieb von dir, danke. Komm, ich bring dich jetzt nach Hause. Nein, die OP ist noch nicht vorbei. Du kannst auch später noch anrufen. Ich habe Sori versprochen, dass ich da bin, wenn sie aufwacht. Lass uns noch kurz warten, das kann nicht mehr lang dauern. Nicht jetzt. Wie geht es ihr denn? Ihr Kreislauf war instabil. Das heißt? Keine Sorge, wir konnten sie stabilisieren. Okay, kann ich zu ihr? Das kann dauern. Die OP hat sich durch die Komplikation verlängert. Mehr kann ich nicht sagen. Hoffentlich geht alles gut. Klar. Sori schafft das schon. Ich bin froh, dass du da bist. Du, ich muss aber leider auch gleich wieder los. Ach nein, kannst du nicht bleiben? Ja, es geht wirklich nicht. Es tut mir leid. Aber du schaffst das schon. Und Nick ist doch auch noch da. Mach's gut. Und? Professor Schilling tut, was er kann. Seit 8 Stunden. Toni, beruhig dich bitte. Es gab noch weitere Komplikationen. Was heißt das? Es gab Probleme bei der Rekonstruktion der Herzklappen. Wir mussten ihr eine Prothese einsetzen. Die Stenose war zu weit fortgeschritten. Und wie geht's ihr? Sie ist noch sehr schwach. Und ihr Herz kann noch nicht wieder von alleine schlagen. Das heißt, sie hängt noch immer an dieser Herz-Lungen-Maschine. Jetzt sag mir die Wahrheit. Wird sie überleben? Ich hoffe es. Sie muss wieder gesund werden. Toni, sie wird es schaffen. Ihr Herz wird wieder schlagen. Es muss.